Zwei Mönche waren auf der Wanderschaft zurück zu ihrem Kloster. Sie kamen an einen Fluss. Dort stand eine junge Frau mit wunderschönen, seidenen Kleidern. Sie wollte über den Fluss, doch da das Wasser sehr tief war, konnte sie den Fluss nicht durchqueren, ohne ihre Kleider zu beschädigen. Den Mönchen war körperlicher Kontakt zu Frauen verboten. Doch trotzdem ging der ältere Mönch auf die Frau zu, hob sie auf seine Schultern und watete mit ihr durch das Wasser. Auf der anderen Flussseite setzte er sie trocken ab. Nachdem der junge Mönch auch durch den Fluss gewatet war, setzten die beiden schweigsam ihre Wanderung fort. Der junge Mönch wurde unruhig. Nach etwa einer Stunde fing er an, den anderen zu kritisieren. Du weißt schon, dass das, was du getan hast, nicht richtig war, nicht wahr? Du weißt, wir dürfen keinen nahen Kontakt mit Frauen haben. Wie konntest du nur gegen diese Regel verstoßen? Der ältere Mönch hörte sich die Vorwürfe des anderen ruhig an. Dann antwortete er: Ich habe die Frau vor einer Stunde am Fluss abgesetzt. Warum trägst du sie immer noch mit dir herum? Hey und wieder mal hallo bei meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Und? Wie hast du heute so geschlafen? Die meisten Burnout-Betroffenen haben Schlafprobleme. Überwiegend beim Einschlafen, weil das Gedankenkarussell einfach nicht aufhört, sich zu drehen. Und das wiederum führt zu Problemen beim Aufwachen und im Morgendlichen in die Gänge kommen, manchmal auch zu Albträumen. Aus den Statistiken der DRK geht hervor, dass die Anzahl der Krankmeldungen aufgrund von Schlafstörungen in den letzten Jahren um 44% gestiegen ist. Wahnsinn! Warum das so ist und was du tun kannst, wenn du auch nicht schlafen kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Heute erfährst du von mir, wie ich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, wie das Thema Schlaf für Körper und Geist funktioniert. Und damit es nicht so langweilig wird, habe ich dir mal wieder eine Geschichte von meinen Reisen mitgebracht und ein Ritual in 4 Punkten, welches du in Zukunft für dein Schlaftraining benutzen kannst. Viel Spaß! Wenn du gestresst bist und nicht so gut einschlafen kannst, liegt der Grund dafür in Gehirn und Nervensystem. In der Schwierigkeit, dass beide abschalten und deinen Tag loslassen können. Vielleicht, weil sie abends schon wissen, dass der Berg von ungelösten Aufgaben oder auch Konflikten am nächsten und übernächsten Tag immer noch bewältigt werden muss. Ein Weg, deinem Geist die Ruhepause zu gönnen, die er sich verdient hat, liegt im sogenannten Schlaftraining. Denn Körper und Geist sind Gewohnheitstiere, das weißt du inzwischen schon aus unzähligen Podcast-Folgen. Und das wiederum kann Hindernis, aber auch Ressource zugleich sein. Denn Schlaftraining ist etwas, bei dem dein Körper und auch dein Geist lernen können, loszulassen und bei dem du lernen kannst, dein Tagesgeschäft einfach beiseite zu legen. Wenn du zu denen gehörst, die öfter von Schlaflosigkeit geplagt werden, hast du dich wahrscheinlich schon etwas mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Ich spare mir jetzt die allgemeingültigen Voraussetzungen und die langen Erklärungen dazu und werde einfach nur ganz kurz darauf eingehen. Der Raum, in dem du schläfst, sollte abgedunkelt, gut gelüftet und nicht wärmer als 17 Grad sein,
Dein Arbeitsbereich, also zum Beispiel ein Schreibtisch, auf dem sich Rechnungen oder unbeantwortete Anfragen oder was auch immer sammeln und stapeln, hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Ebenso nichts anderes, was dich an die Arbeit erinnert, wenn du eigentlich abschalten und ins Bett gehen willst. Eine weitere Grundregel ist, 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen, dein Handy lautlos zu stellen und morgens nach dem Aufwachen direkt aufzustehen, statt lange liegen zu bleiben, weil das manchmal dafür sorgt, dass wir so eine gewisse Schwere über den ganzen Tag mit uns rumschleppen. Soweit die allgemeinen Empfehlungen. Nun ist es aber so, dass diese allgemeinen Empfehlungen den meisten Burnout-Betroffenen nicht wirklich reichen und eben auch nicht wirklich weiterhelfen. Und falls du auch einer von denen bist, die diese ganzen Sachen berücksichtigen und trotzdem schlaflos bleiben, sei dir sicher, du bist also gar nicht allein mit diesem Problem. Die Frage ist, warum ist denn das so? Und warum betrifft es so viele Menschen heutzutage? Unser Körper hat es in der modernen Zeit schwer mit der inneren Uhr. Schichtarbeit, allgemein unregelmäßige Tagesabläufe, vor allem aber ständige Erreichbarkeit und elektrisches Licht machen ihm die zeitliche Orientierung sehr schwer. Damit du dir besser vorstellen kannst, was ich meine, möchte ich dir an dieser Stelle mal wieder von meiner persönlichen Erfahrung mit dem krassen Gegenteil berichten. Als ich das erste Mal für einige Monate nach Indien reiste, hatte ich das Leben eines durchschnittlichen Großstädters in den 20ern gelebt. Arbeiten, unregelmäßige Essens- und Schlafenszeiten und durchtanzte Nächte. An den Wochenenden schlief ich aus, bis mindestens 11 Uhr am Vormittag. In den Nächten, in denen ich nicht tanzen ging, war ich trotzdem nie vor 1 oder 2 Uhr im Bett. In Indien angekommen, änderte sich das schlagartig. Ich war alleine unterwegs und als Frau allein in Indien kann man sich nur bis zum Sonnenuntergang draußen bewegen. Das sind einfach die Regeln. Tagsüber gehört die Straße den Frauen und den Kindern, nachts jedoch nur den Männern. Im Übrigen ist es ja auch durchaus üblich, dass, gerade wenn es stockfinster ist, der Strom in der ganzen Stadt ausfällt. Egal, wo du bist. Stromausfälle sind einfach Standard in Indien, tagsüber sowie nachts. Denn was alle ist, ist eben alle. Und ab 22 Uhr gehört die Straße dann auch nicht mehr den Männern, die gehen dann auch nach Hause, sondern den wilden Tieren, vor allem den wilden Hunden. Man merkt sehr schnell, dass sie nachts über die Städte herrschen und dass sie wissen, dass du weißt, dass sie das tun. Ich war lange in Indien und ich habe dort an vielen verschiedenen Orten gelebt. Am Meer, in der Steppe, in der Stadt, im Dschungel. So unterschiedlich meine Aufenthaltsorte gewesen sind, so hatten sie doch auch etwas gemeinsam. Keine von ihnen hatte verglaste Fenster. Das ergibt Sinn, es ist ja auch warm genug in Indien. Man möchte sich eigentlich nur vor Einbrechern schützen und deswegen sind dort Gitter üblich. Gitter vor den Fenstern und sonst nichts. Deshalb kommt es nicht nur hin und wieder zu ungebetenen Besuchern, die durch die Gitterstäbe passen. Dazu erzähle ich in der anderen Folge bestimmt auch nochmal was. Sondern auch am Geräuschpegel, der sich vor dem Fenster befindet, kann man ungehindert Tag und Nacht teilhaben. Manchmal ist es ganz schön, irgendwo in der Einöde, wenn dein einziger direkter Nachbar ein Kloster ist, in dem die Mönche jeden Tag zu Sonnenaufgang auf leisen Sohlen mit zaghaft klingelnden Glöckchen zum Fluss hinunterschreiten, um zu beten.
Meistens jedoch sind es hupende Rikschas, Lastwagen, alte indische Männer, die ihren Rotz absichtlich geräuschvoll die Nase hochziehen, als gäbe es keinen Morgen mehr, und rufende Menschen, vermischt mit Kinderlachen, lauter Musik, indischer lauter Musik und Hundegebell, was da durchs Fenster dröhnt, sobald die Sonne ihre ersten Strahlen auf das Land wirft. Mein Motto, ankommen und aufgeben, hat sich in Sachen Nachtruhe sehr schnell bewährt. Nach wenigen Tagen hatte sich mein westlicher Großstadtrhythmus sozusagen von alleine umgestellt. Denn egal wo ich war und was drumherum existierte, Tagesanbruch und auch der Einbruch der Nacht waren nicht nur durch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gekennzeichnet, sondern auch von den Aktivitäten des Umfelds. Egal wo ich war, jeden Tag zu Sonnenuntergang verabschiedeten die Inder den Tag in einer gemeinsamen Zeremonie, zu der sich die meisten Ortsansässigen dann versammeln. Wenn die Stadt an einem Fluss liegt, tun sie das an einem Fluss. Und hier wird dann gemeinsam gebetet, gesungen und Kerzen werden auf das Wasser gesetzt, die dann langsam den Strom in die Dunkelheit hinabtreiben, was wirklich, wirklich schön aussieht. Indien verabschiedet jeden Tag und bettet sich dann um 22 Uhr ungefähr gemeinsam zur Ruhe. Immer. Überall. Indien wird gegen 6 Uhr gemeinsam wach. Immer und auch überall. Es wäre nirgends möglich gewesen, weiter zu schlafen. Da, wo keine Menschen waren, zum Beispiel im Dschungel, erwachte ich, weil Vögel zwitscherten, Warane schnaufen vorbeizogen und Streifenhörnchen lautstark auf Partnerschau gingen. Die Natur verkündete also den neuen Tag und lud mich ein, ihn mit ihr zu beginnen. In den Städten verkündete die Stadt mit ihren Bewohnern, den Rikschas, den Hupen, den neuen Morgen. Alles bewegt sich dort nach dem immer gleichen Zeitmuster. Und mein Körper schien sich schnell darin orientieren zu können. Diese Umstellung oder diese Eingewöhnung dauerte echt nicht lange. Und nach wenigen Wochen war es so, dass, wenn die Sonne begann, ihren Weg hinter den Horizont anzutreten, ich müde wurde und schwer wie ein Stein. Und obwohl mein Bett meistens tatsächlich nur aus Steinen oder Stroh oder Holzbrettern bestand, schlief ich dort so gut und so tief auch wie noch nie in meinem Leben. Was war passiert? Vereinfacht erklärt ist es so. Unser Körper ist auf verschiedene Rhythmen programmiert. Zum Beispiel die Sonne. Wenn sie geht, beginnt er damit, Schlafhormone zu produzieren. Denn als unser Körper erfunden wurde, vor einigen hunderttausend Jahren, du weißt schon, als wir noch mit Tigern kämpfen mussten und so weiter, da gab es ja gar kein elektrisches Licht. Die Nacht war für die Wildnis da. Und die kuschelige Höhle, in der unsere Herde sich gemeinsam schlafen legte, für uns. Ohne elektrisches Licht gibt es in Wald und Feld auch nicht besonders viel zu sehen nach Sonnenuntergang. Und andersherum, wer tagsüber schlief, konnte sich keinen Hirsch jagen und musste hungrig bleiben. Nachts gab es also nicht so viel zu tun, weil alles dunkel war und die Sippe schlief. Heute ist das ganz anders. Gerade in den Großstädten sind wir für fast nichts mehr an Zeiten gebunden. Es gibt Supermärkte, die bis 24 Uhr öffnen. Es gibt Licht immer und überall.
Es gibt Fernsehen, immer und überall, Züge, Flüge, Autos, Fabriken, die nie stillstehen, Partys und so weiter und so weiter. Es gibt keine Herde mehr, die sich gleichzeitig hinlegt und an der wir uns orientieren können. Und es gibt auch andersrum nicht nur Licht immer und überall verfügbar, sondern auch Dunkelheit. Also fast jede Wohnung ist heutzutage mit so schweren Jalousien und geräuschisolierenden Fenstern ausgestattet. Und so können wir bei Bedarf nicht nur die Nacht zum Tag, sondern auch den Tag zur Nacht machen. Also das bedeutet, wir haben also nicht nur sehr viel weniger Einflüsse von außen, die unserem System suggerieren, dass es jetzt das Ende des Tages ist und dass wir abschalten können, weil jetzt nichts mehr passiert und alle gehen schlafen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass deine Eltern das früher so gemacht haben, wenn du nicht schlafen wolltest, dass sie gesagt haben, guck mal, alle anderen Kinder liegen auch schon im Bett, deine Kuscheltiere sind schon ganz müde. Also dieses Gemeinschaftliche, das hat einen riesigen Effekt. Und dieser Einfluss von außen, dass der Tag zu Ende geht, hat auch einen riesigen Effekt darauf, dass unser Körper eben die Schlafhormone produziert und von selber auch gewillt ist, alles, was zum Tagesgeschäft gehört, loszulassen. Andersrum, wenn wir auch noch den Tag zur Nacht machen können, bedeutet es auch, dass unser Körper natürlich auch nicht so viele Signale von außen bekommt, die natürlich sind, dass jetzt ein neuer Tag anfängt. Und hier schlage ich den Bogen zurück zur Schlaflosigkeit. Körper und Geist wollen alles tun, was du von ihnen verlangst. Das hast du schon in Staffel 1 zum Beispiel gehört. Dein Körper, dein Geist, dein Unterbewusstsein sind dir vollständig ergeben. Und wenn du etwas unbedingt bearbeiten oder lösen willst, werden sie all ihre Energie da reinstecken, bis es Zeit ist für eine Pause. Und wann es Zeit ist für eine Pause, das finden sie normalerweise am Stand der Sonne heraus und an dem, was die Herde halt gerade so macht. Beides hat ja, wie gesagt, früher natürlicherweise uns die Pausenzeiten für Körper und Geist vorgegeben. Langsam dämmert dir schon, was das Problem mit den Schlafstörungen ist und worauf ich hinaus will. Körper und Geist laufen bei den meisten Menschen heutzutage im Arbeitsmodus und stoppen nicht von allein, weil die Orientierungspunkte in unserem Alltag fehlen. Wir schwimmen in der Zeit. Und genau dem setzen wir mit den nächsten Minuten endlich wieder ein Ende. Denn ich komme jetzt dazu, wie du Orientierungspunkte für Körper und Geist setzen kannst, damit sie in Zukunft wissen, wann sie abschalten und deine Arbeit beiseite legen dürfen. Wir geben ihnen also Orientierung. Und diese Orientierung, die du theoretisch jeden Abend haben kannst, die gliedere ich nochmal in 4 Abschnitte. Jeder von diesen Abschnitten dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Das musst du so nicht beibehalten. Vielleicht änderst du das ab. Vielleicht wird jede deiner Phasen nur 5 bis 10 Minuten dauern. Es empfiehlt sich aber für den Anfang, vor allem wenn du wirklich starke Schlafprobleme hast, diese Orientierungszeit wirklich lang zu machen und auszuschöpfen, bis dein Körper sich daran gewöhnt und dann kannst du das zeitlich anpassen. Nur die Abfolge der Dinge, die du tust, sollte halt immer die gleiche bleiben. Außerdem lade ich dich ganz herzlich ein, die Aktivitäten, die ich dir jetzt vorschlage, unbedingt durch solche zu ersetzen, die du selber bevorzugst und die dir gut tun. Erstens, für den Anfang beginne dein Ritual 2 Stunden, bevor du einschlafen willst.
In den ersten 30 Minuten davon beende dein Tagesgeschäft wie jeden Tag, bevor du eigentlich ins Schlafzimmer gehst. Also Zähne putzen, Frühstück für morgen vorbereiten, deine Kinder ins Bett bringen und so weiter. Wichtig, stell dein Telefon leise und schalte den Fernseher und auch sonstige elektrische Unterhaltungsmedien aus. Du setzt hiermit das erste wichtige Signal für Körper und Geist. Der Tag geht zu Ende. Sie können langsam runterfahren, denn heute passiert garantiert nichts mehr. Du hast durch das Abschalten deines Telefons, vielleicht kannst du auch deine Klingel leise stellen, dafür gesorgt, dass auch die Außenwelt nicht mehr so reinplauzen kann einfach in das Geschehen. Du kannst auf dein Telefon gucken, du wirst sehen, wenn dich jemand angerufen hat, aber du wirst halt nicht mehr so abgelenkt davon, wie wenn das Telefon einfach jederzeit klingeln kann. Und dein Unterbewusstsein wird sich daran gewöhnen. Und es wird irgendwann wissen, okay, wenn ich dieses Ritual mache, Zähneputzen und so weiter, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es nicht mehr zu irgendwelchen überraschenden und ungewollten Störungen kommt. Und du wirst merken, nach ein paar Tagen, dass du, sobald du die Zahnbürste in die Hand nimmst, ruhiger wirst und bereit bist, den Tag abzuschließen. Die zweite Phase. In der zweiten Phase gehst du dann nochmal für etwa 30 Minuten einer Tätigkeit nach, bei der du nicht viel nachdenken musst, aber beschäftigt bist. Zum Beispiel Häkeln, Yoga, Tai Chi. Du kannst nochmal einen Spaziergang machen, ein Bad nehmen. Das Wichtigste ist hier, dass es eine ruhige Tätigkeit ist, die manuell ausgeführt wird, also kein PC oder Fernsehen oder sowas. Diese Phase ist dazu da, dass dein Körper und dein Geist nochmal einen ganz anderen Input als den Rest des Tages bekommen. Wenn du so eine Tätigkeit ausführst, wo du nicht so viel nachdenken musst, aber beschäftigt bist, können sie nochmal Energie tanken und werden auch ein bisschen belohnt für den langen und vielleicht auch stressigen Tag, den du hinter dir hast. Und das ist ganz wichtig, weil du wirst feststellen, wenn du zum Beispiel da sitzt und strickst oder nochmal einen Spaziergang machst oder in der Badewanne liegst oder so, dass dein Geist noch ein bisschen abschweift, sich vielleicht auch nochmal mit diesen Tag, der jetzt zu Ende geht, beschäftigt und du gibst ihm halt den Raum dafür. Und wenn er das machen kann, in der Zeit, die er jeden Tag hat, wo er sich drauf verlassen kann, dann muss er das später, wenn du im Bett liegst und eigentlich schlafen willst, nicht mehr tun. Wenn du allgemein so ein Druckgefühl hast durch den Stress, ist es eben auch sehr gut abzubauen durch diese leichten körperlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Spaziergang oder Yoga oder so. Phase 3. Jetzt wird es Zeit, Schlafhormone zu produzieren und das Licht zu dimmen. Vielleicht hast du ja eine schöne, zart leuchtende Lichterkette oder ein paar Teelichter. Leg dich an einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Und von dem aus du nichts im Blickfeld hast, was mit Arbeit zu tun hat. Oder noch besser, hab was in deinem Blickfeld, was du aber mit Ruhe und Liebe und Geborgenheit verbindest. Ein Urlaubsfoto vielleicht? Auf jeden Fall kein Bild von deinem Chef. Und dann hör dir etwas an. Ein Hörbuch, einen Podcast, deine Lieblingsmusik. Völlig egal. Der Trick hierbei ist einfach, dass Hören uns beruhigt. Es beruhigt das Nervensystem und deine Augen, die heute schon so viel gesehen haben den ganzen Tag, können auch schon mal Feierabend machen. Es ist ja schon etwas dunkler, seit du die Teelichter aufgestellt hast. Dein Körper weiß Bescheid. Es ist Zeit, die Schlafhormone auszuschütten. Und dem Geist geben wir hier noch ein bisschen Zeit. Er ist bereit, den Tag loszulassen, muss sich aber noch ein bisschen auslaufen,
wie ein Marathonläufer nach 40 Kilometer Rennstrecke. Wenn er also hin und wieder beim Hören abdriftet und immer noch so ein bisschen die Sachen hin und her wälzt, die er auch schon hin und her gewälzt hat, als du noch gestrickt hast, ist es halt kein Problem. Er darf das, denn du kannst es dir ja leisten, ihm die Zeit dafür zu geben. Und vielleicht wirst du hier schon müde und willst schlafen gehen. Wenn das so ist, tu das ruhig. Ansonsten gehen wir in die nächste Phase. Auch diese dauert wieder ungefähr 30 Minuten und sie findet statt im Dunkeln im Bett. Dort kannst du noch mal eine kleine Atemübung oder Entspannungsmeditation machen. Warum das gut ist und was für einen Effekt das hat, habe ich ja auch in der Folge über Meditation und Entspannungsübungen nochmal erklärt. Das ist so, also wenn es richtig hart auf hart kommt und du so gar nicht schlafen kannst, wenn du diese Routine, wie ich sie bis hierhin beschrieben habe, durchziehst und dann eben nochmal im Dunkeln diese Atemübung oder die Entspannungsmeditation machst, ich garantiere dir, du schläfst ein. Dein Geist durfte seine Unruhe die vorherige Stunde abbauen und spätestens jetzt wird er bereit sein, zuzuhören und sich niederzulegen. Wenn du nicht so vertraut bist damit und vielleicht diesen Podcast auch noch nicht so lange hörst, kann ich dir empfehlen, dich bei meinem Newsletter anzumelden. Da bekommst du ja nach der Anmeldung auch einen Download für so 3 sehr kurze, aber sehr effektive Entspannungsübungen von mir. Und 2 davon eignen sich also hervorragend. Außerdem eignet sich die Atemmeditation, die du dir auch runterladen kannst mit dem Passwort aus dem Newsletter. Oder aber ein Einschlafvideo, welches ich dir in eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal gepackt habe. Das ist nicht von mir, das ist von jemand anders. Die Playlist heißt Schlaf, die findest du auf meinem Account Burnout Coaching Berlin. Es gibt ziemlich viele Videos oder Schlafmeditationen dieser Art. Ich persönlich mag dieses halt einfach am liebsten und ich muss gestehen, ich habe es noch nicht einmal zu Ende gehört, weil ich jedes Mal vorher einschlafe. Genau. Das waren also die Phasen, die du im optimalen Fall durchläufst, um sicherzustellen, dass du abends gut und friedlich einschlafen kannst. Wichtig für dich zu wissen ist vielleicht noch, dass dieser vorgegebene Rhythmus am besten funktioniert, wenn du dieses Ritual wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit machst. Und was auch sehr gut funktioniert und dich daran erinnern wird, dass es gut ist, dich selbst ins Bett zu bringen, sozusagen, mit diesem Ritual, ist das Mantra der Woche. Alles, was ich bis hierhin getragen habe, lege ich jetzt beiseite. Körper und Geist sind, wie schon so oft erwähnt, Gewohnheitstiere. Sie wollen Vertrauen schöpfen in die Dinge und darin, dass jeden Tag, wenn du mit den ersten 30 Minuten beginnst, Ruhe einkehrt und sie sich wirklich fallen lassen können. Soweit es in deiner Macht steht, sorge also dafür, dass die Außenwelt in dieser Zeit keinen Zugriff auf dich hat und du nicht gestört oder vielleicht sogar gestresst wirst. Gut Ding will Weile haben. Setz dich also nicht unter Druck, falls dir das Einhalten des neuen Rhythmuses in den ersten Tagen schwerfällt. Du wirst übrigens merken, dass du immer zur gleichen Zeit müde wirst, sofern du jeden Tag zur gleichen Zeit mit deinem Ritual angefangen hast. Und wenn du das eine Weile durchmachst und dein Körper seine Orientierung wieder hat, wirst du, wenn du dann doch mal länger zum Einschlafen brauchen solltest, sofort wissen, dass etwas im Argen liegt und du dich die nächsten Tage etwas schonen und dem Stressabbau zuwenden solltest.
Es wird also viel einfacher, deinen Stresspegel allgemein zu erfassen und Ausschläge auch sofort zu beruhigen, bevor sie so starke Probleme oder Symptome, wie es beim Burnout normal und der Fall ist, auslösen. Wochenlange Stressstrudel sind damit eigentlich fast ausgeschlossen. Und übrigens, die Zeit, die du dann später einschläfst als gewöhnlich, wäre die Zeit gewesen, die Körper und Geist an diesem Tag länger zum Runterkommen gebraucht hätten. Plane sie für die nächsten 1 bis 2 Tage mit ein und du wirst dich besser fühlen als in deinen bisherigen Stressphasen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute, erholsame Nacht und einen schönen Morgen. Deine Susi.